Ja, vielen Dank, lieber Herr Schopf, lieber Herr Unger, ja, liebe Studenten, Mitglieder und Gäste der Liberalen Hochschulgruppe und der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ich muss sagen, dass ich sehr erfreut bin über diese Einladung und auch jetzt schon sagen kann, dass das für einen Politiker auch eher selten ist, in einem so netten Ambiente eingeladen zu werden. Nicht nur das Wetter trägt dazu bei, auch die ganze Art und Weise, wie Sie jetzt diese Veranstaltung schon anmoderiert haben, hat einen ganz eigenen Stil, einen sehr persönlichen Stil. Und ich finde das auch wichtig, dass man merkt, dass solche Veranstaltungen an liberale Hochschulgruppen eben auch von Menschen und nicht von Funktionsträgern gemacht werden, die ganz einfach immer nur steif ihre Programmpunkte sozusagen abspulen. Ich komme aus Hamburg, muss Ihnen aber sagen, wenn man nach Berlin oder in andere Teile der Republik möchte, ist das anstrengender. Ich bin netto unter 2 Stunden von zu Hause bis hier vorne an die Universität gekommen. Netto. Das heißt also, ich bin sozusagen halb neun erst eigentlich von zu Hause losgefahren, eingecheckt, losgeflogen und dann sehr nett, Herr Unger, vielen Dank, sofort vom Flughafen hier abgeholt worden. Ich finde, Sie haben eine Überschrift gewählt, Facebook und Co. machen soziale Netzwerke krank. Ich will Ihnen hoffentlich die Spannung nicht vorwegnehmen, indem ich Ihnen die Antwort schon vorweggebe. Nein, grundsätzlich nicht, aber wir müssen auf Risiken in jedem Fall aufpassen und über die würde ich gerne auch jetzt kurz referieren und nachher gerne auch mit Ihnen diskutieren. Einmal haben wir bei Facebook oder bei anderen Netzwerken, ich will jetzt nicht nur für Facebook Reklame machen, es gibt ja noch viele andere Netzwerke, die auch in Konkurrenz zu Facebook stehen und stehen sollen. Liberale sind ja auch für Wettbewerb, haben wir ein Problem des Datenschutzes. Ein Datenschutz, der sicherlich bei Facebook ernst genommen wird, indem man jetzt sehr verschiedene Policies hat, aber das bedeutet auch, dass sie mit dem Instrument eines sozialen Netzwerkes selber umgehen sollten. Deswegen haben wir nicht nur das Thema Datenschutz, sondern das Thema mediale Bildung. Mediale Bildung in der Schule, an der Universität oder auch insgesamt gesellschaftspolitisch. Wenn ich medienpolitischer Sprecher bin, erwarte ich von unseren Medien auch sehr gerne, und das meine ich unsere klassischen Printmedien und elektronischen Medien, dass sie sich mit dem Thema soziale Netzwerke auch so auseinandersetzen, dass sie beiläufig bei der Lektüre ihrer Zeitung oder ihrer Fernseh- oder Radiolektüre bzw. dem Zuhören oder Zuschauen selber auch mit dem Thema befasst werden und so spielerisch auch lernen, was leistet das, ist das etwas Positives, ist das etwas, was vielleicht nicht krank, sondern vielleicht sogar auch süchtig macht. Ja, es gibt schon einige, die flüchten sich von einer realen Welt, also ich stehe jetzt hier vor Ihnen, spreche jetzt direkt mit Ihnen, flüchten sich in eine virtuelle, in eine Second World. Der Begriff war ja vor ungefähr 1,5 bis 2 Jahren auch schon mal eine Schlagzeile, Second World, einer Welt, wo man sich ganz normal bewegen kann, wo man Freunde hat, wo man sich Kleidung kauft, wo man virtuelles Geld bekommt und eine Lebensbefriedigung erhält, die aber nicht real ist, sondern eben eine virtuelle Welt. Da müssen wir auch aufpassen, dass die Selbstbestimmung von Menschen nicht abgleitet, sondern dass sie immer noch merken, ja, sie sind jetzt spielerisch in einem sozialen Netzwerk und da gibt es Nützlichkeiten, da gibt es aber auch eben Gefahren. Diesen Weg müssen wir gehen, den werden wir gehen und den werden wir auch sehr sorgfältig in Berlin als Gesetzgeber beobachten, insbesondere wenn es darum geht, ob eine Gesellschaft mit einem Anbieter wie Facebook auch hinreichend geschützt und sorgfältig mit dem Medium umgeht. Gibt es genügend Datenschutzaufklärung? Gibt es genügend Datenschutzklauseln? Was passiert eigentlich mit einem Bild, was ich in Facebook reingestellt habe und dann hinterher wieder repliziert wird und gepostet wird? Da gibt es ja so den Gedanken, dass ein Bild sich automatisch nach 10 Jahren löschen muss. Da gibt es viele Gedanken, die man machen kann. Aber ich befürchte, das sind alles Illusionen. Wenn irgendjemand möchte, dass ein Bild nach 10 Jahren wieder auftaucht, dann kopiert er das auf seine private Festplatte, verändert es ein kleines bisschen in den Pixeln, sodass es elektronisch nicht wiedererkennbar ist auf den ersten Anhieb, weil dann, wenn man was verändert, dann ist ja die Rechenleistung auch hinterher eine andere und schon hat man das Bild quasi in einem neuen Gewand wieder ins Netz hineingestellt. Wir müssen uns überlegen,
was kann man da machen. Wir müssen uns überlegen, als Gesetzgeber, lohnt es sich überhaupt in Deutschland etwas zu machen? Wir sind hier ja in Baden-Württemberg auch sehr nah in Europa. Also das heißt, über der Grenze können ja auch Menschen nach ganz anderen rechtlichen Regelungen auf einmal etwas tun, weil das Netz ist weltweit und es nützt nichts, in Deutschland etwas zu entwickeln und für uns als Bundesgesetzgeber was zu machen, wenn es dann nachher in Europa oder auf der anderen Seite der Welt dann konterkariert wird. Ich habe eigentlich die Frage, machen soziale Netzwerke krank, auch schon mal in Hamburg bei uns, bei den jungen Liberalen und auch der liberalen Hochschulgruppe einmal angesprochen, wie Sie das sehen. Und ich wäre sehr interessiert daran, wie Sie auch hier in Baden-Württemberg mit dem Thema umgehen oder wie Sie es betrachten. Ich finde, also ich habe einen sehr positiven Ansatz dazu. In der Politik lebt man davon, dass das, was man macht, von Leuten mitbekommen wird. Deswegen nicht nur, dass man jetzt heute nach Stuttgart fliegt oder hier zu einem sehr netten Weißwurstessen eingeladen ist, sondern man kommuniziert ja bestimmte Themen und merkt dann auch quasi jeden Tag, wie sind die Themen, wie resonieren diese Themen, welche Resonanz hat das? Und das ist für einen Menschen wie mich, der interaktiv ist, der politische Themen nach vorne stellt und besetzt, sehr wichtig, weil die Schwelle der Rückmeldung ist doch sehr niedrig und man bekommt sehr schnell mit, läuft man in die richtige Richtung, dann kriegt man Zuspruch, sicherlich nicht repräsentativ, läuft man in eine falsche Richtung, dann kriegt man gleich sehr viel Gegenwehr. Auch das ist ja ein Frühwarnsystem, was für die Politik manchmal auch nicht ganz verkehrt ist. Das Gleiche gilt aber auch für jeden anderen normalen Menschen, der sich benimmt, der ein Verhalten hat, der merkt, mache ich das jetzt was bei meinen Freunden? Und ich glaube, ich brauche keinem hier zu erzählen, dass hoffentlich jeder zwischen einem Facebook-Freund und einem echten Freund unterscheidet. Und für diejenigen, die in der FDP sind, dann gibt es noch als dritte Variante den Parteifreund. dass man da tatsächlich sich... Gut, der Witz kam ein bisschen später an. Dass man dann tatsächlich auch qualifiziert unterscheidet, wie baut sich das Facebook-Netzwerk oder ein soziales Netzwerk als Beziehung entsprechend auf. Was das Kranksein angeht, möchte ich darauf hinweisen, dass wir im Bundestag eine Untersuchung in Auftrag gegeben haben bei mehreren Instituten, die versuchen, repräsentativ bei jungen, mittleren also und älteren Menschen eine Studie zu machen. Diese Studie kann jetzt selbstverständlich nicht sein, dass das Ergebnisse hat, die morgen auf dem Tisch liegen, sondern das ist per se eine Langzeitstudie. Dort wird versucht, mit einer Erhebungsquote von über 1000 Menschen, also 1000 Bürgern, repräsentativ herauszufinden, wie verhält man sich jetzt, also ohne Facebook, und wie verhält man sich später mit Facebook und welche Gewohnheiten ändert man dann? Geht man weniger laufen, sitzt man mehr vor dem Computer? Das sind ja Dinge, die vielleicht schon ganz haptisch oder ganz sichtbar sind, aber gibt es auch vielleicht Änderungen im Sozialverhalten? Und bei Letzterem, denke ich, sollten wir als Liberale ganz vorsichtig sein, denn das ist von uns oder wäre von uns gesellschaftspolitisch nicht beabsichtigt. Ein soziales Netzwerk soll eine Hilfe sein, eine zusätzliche Möglichkeit sein, aber soll natürlich das reale soziale Netzwerken nicht ersetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder hervorheben sollte. Und wenn der eine oder andere denkt oder meint, ich würde dort besonders intensiv tätig sein, dann möchte ich sagen, ja, das stimmt. Ich mache das jetzt auch quasi, ich bin 51 Jahre alt, das wurde ja dankenswerterweise verschwiegen, in Otterndorf an der Elbe in Niedersachsen geboren. Und ich mache das einfach deswegen, auch schon vielleicht als nicht ganz so junger Abgeordneter, um eben mit meinen jungen Abgeordneten, aber auch mit jungen Leuten, mit Schülern, mit Studenten überhaupt mitreden zu können. Denn ich glaube, wenn Sie im Bundestag mal mit Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt mal keine Partei besonders hervorheben, aber wenn Sie mit denen sprechen,
entscheiden die oder wenn sie über Facebook etwas hören oder über soziale Netzwerke, dann wissen die gar nicht, was das ist. Sie lassen sich von ihren Mitarbeitern etwas erzählen. Sie lassen sich von ihren Kindern, wenn sie welche haben, etwas erzählen. Aber sie leben es nicht selbst und sie wissen nicht, wie das ist, ein Foursquare, ein Twitter, ein StudiVZ-Account zu haben. Ich will jetzt ausdrücklich mal versuchen, das Wort FB nicht mehr so häufig in den Mund zu nehmen. Denn auch das ist ein liberaler Punkt. Wir sind ja für Wettbewerb. Und Facebook, sage ich es aber doch nochmal, wird nur dann zum Beispiel Datenschutzbestimmungen bessern helfen, wenn es andere Netzwerke gibt, die sich zum Beispiel über den Bereich des Datenschutzes ganz besonders gut Gedanken machen und dann auch ein Wettbewerbs- und Qualitätsaudit, ein Datenschutzaudit über das Netzwerken an sich entsprechend besteht. Ich möchte gerne auch über den sehr positiven Effekt von sozialen Netzwerken sprechen und das gerne auch als medienpolitischer Sprecher. Wir haben ja in Deutschland drei Gewalten, das brauche ich ja an der Universität, auch wenn sich nicht alle Jura studieren, gar nicht sagen, die erste, die zweite und die dritte Gewalt. Vor Ihnen steht ein Vertreter der ersten Gewalt, der Legislative, des Gesetzgebers, dann haben wir die Regierung, die Exekutive und die Richter, die Judikative. Und die Medien werden allgemein, obwohl sie gar nicht in der Verfassung stehen, jedenfalls nicht explizit, allenfalls über Artikel 5 Grundgesetz, Meinungsfreiheit mit adressiert sind, werden als die sogenannte vierte Gewalt bezeichnet. Und wenn wir jetzt schon in dem Bereich sind, durchzunummerieren und die vierte Gewalt ja durch die Printmedien, das Fernsehen, durch andere entstehen, dann würde ich gerne bei Ihnen heute den Versuch machen, einen Begriff einzuführen, den ich auch selbst schon gehört habe. Ich weiß jetzt leider nicht von wem, sonst würde ich das auch zitieren. Keine Sorge, das mit dem Zitieren nehmen wir jetzt sehr ernst. Und zwar den Begriff der fünften Gewalt, weil die fünfte Gewalt ist etwas, was eigentlich Sie als Bürger direkt betrifft. Nämlich nicht, dass Sie konstituiert Abgeordneter, Verwaltungs- oder Regierungsmitarbeiter oder Richter sein müssen oder Mitglied der Presse. Die fünfte Gewalt ist eine ganz neue Gewalt, wo der Bürger sich ein Stück Demokratie, ein Stück Meinungsbildung, ein Stück auch Meinungsführerschaft zurückgeholt hat. Es ist nicht die Politik entscheidet das, nicht die erste, zweite oder dritte Gewalt. Häufig gehen ja auch Vertreter der vierten Gewalt in die sozialen Netzwerke. Sie werden jetzt gesehen haben, dass Welt dabei ist, Heute Journal ist dabei. Die Tagesschau geht ja auch ganz aggressiv mit einer Tagesschau-App jetzt in den Markt hinein. Also die benutzen auch auf einmal die sozialen Netzwerke, ganz entscheidend. Aber sie sind allesamt nicht so stark wie Sie alle zusammen als soziales Netzwerk. Und dieses insgesamt bildet jetzt gerade die fünfte Gewalt. Ich finde das spannend, weil auch die vierte Gewalt ab und zu dazu neigt, bestimmte Tendenzen zu setzen. Jeder ist im Wettbewerb, jeder will die schnellste, die beste, die skandalträchtigste Story haben und jagt sozusagen eine, darf man das hier sagen, Sau durchs Dorf nach der anderen. Ich wollte jetzt nichts unpolitisch Korrektes sagen an dieser Stelle, aber die sozialen Netzwerke sind sehr schnell dabei, das aufzufangen und aufzufedern und auch entsprechend zu kommentieren. Und früher gab es Leserbriefe im Bereich, Leserbriefe oder bei Fernsehsendern das Zuschauertelefon oder Zuhörertelefon, aber die Redaktion durfte sich vorbehalten. Also ich habe noch nie erlebt, dass das ZDF mal ein Fenster nachts aufmacht, wo mal Zuhörer angerufen haben und haben gesagt, also diese Thomas-Gottschalk-Sendung heute fand ich aber überhaupt nicht gut, ich will meine Gebühren zurückhaben. Das macht ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen überhaupt nicht. Ist ja interessant, während die Printmedien ja längst schon als Rubrik den sogenannten Leserbrief haben, in dem auch die Meinung des Redakteurs entsprechend kritisiert wird. Und dieser Rückkanal, dieser unzensierte Rückkanal, der findet im Moment nur in der fünften Gewalt statt. Auch das ist eine interessante Möglichkeit, mal festzustellen, dass eine ganze Redaktion eines gesamten Mediums vielleicht mal falsch liegen kann und die Bevölkerung sich dann entsprechend dagegen setzt. Wäre ich auch sehr daran interessiert, wie Sie das sehen, ob Sie das als demokratische Errungenschaft verstehen. Und jetzt kommt natürlich als Hamburger und norddeutscher Abgeordneter an Sie von mir die Frage,
Wie sehen Sie das Thema Stuttgart 21 im Rahmen von sozialen Netzwerken? Ich selbst, Stuttgart 21 hat eigentlich gezeigt, dass man gegen eine Landesregierung, gegen einen Bürgermeister in Stuttgart und auch gegen die Deutsche Bahn, die ja nun kein kleiner Konzern ist, vorgehen kann. Auch, ich will das politisch jetzt überhaupt gar nicht auseinandernehmen. Die Planungen sind seit 10 Jahren gelaufen, etc. pp. Aber die Tatsache ist, es kann sich etwas hochkochen, es kann jetzt etwas bewegt werden. Ich habe aber auch gesehen, dass es dann eine Gegenbewegung gegeben hat, nämlich pro Stuttgart 21. Auch das kann man ja auch bewerten. Und dann hat sich das auch wieder einigermaßen ausgependelt. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Haben wir ein neues Demokratieverständnis oder sind die sozialen Netzwerke, die nicht nur nicht krank machen, nach meiner Meinung, sondern die auch in der Lage sind, ich höre mal kurz auf uns. Diese sozialen Netzwerke sind ja jetzt auch gerade in der Lage, politische Meinungsbildung, also eine Art Graswurzeldemokratie, entstehen zu lassen. Und wenn man das im Positiven hat, dann kriegt man weitere Zustimmungen. Und wenn es ein kontroverses Thema ist, dann baut sich eine Gegenmeinung auf. Und das, bitteschön, außerhalb der Politik, also jetzt der konstituierten Politik, außerhalb auch der konstituierten Medien, der vierten Gewalt, eben wie ich meine, in der fünften Gewalt. Das ist sehr schwierig, da gibt es keine Verfassung, da gibt es keine Spielregeln, da wird auch mit harten Bandagen gekämpft. Auch das ist etwas, wo wir aufpassen müssen, wo ich jetzt, wenn ich sage oder frage, macht Facebook krank, wo ich mir überlege, welche Spielregeln gibt es da und in welcher Weise wird dort gekämpft. Und jetzt will ich in meinem kleinen Impulsvortrag sozusagen auf etwas kommen, was Sie nicht überraschen wird, was uns aber immer noch als Gesetzgeber vor Fragen stellt und was wir noch nicht zu Ende durchdacht haben. Nämlich eigentlich mit der Überschrift, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Sie dürfen in Facebook niemanden beleidigen. Sie dürfen auch in Facebook nichts machen, was den anderen in seiner Ehre herabsetzt. Sie dürfen eigentlich die Dinge genauso tun, wie Sie sie tun würden, als wenn Sie einen Brief schreiben oder eine E-Mail oder sonst wie eine Erklärung abgeben. Insofern ist Facebook genauso habhaftbar. Nur mit dem Unterschied, dass wenn Sie einen Account haben und einen Fantasienamen eingegeben haben, dass Sie unter diesem Fantasienamen keine Klage vom Amtsgericht zustellen können. Und das bedeutet, dass wir hier an dieser Stelle überlegen müssen, wie kann man es zu einem Verfahren kommen lassen, dass tatsächlich diese zweite Welt, diese sozialen Netzwerke auch in das reale Leben eingefügt werden können. Denn man kann ja mit einem Gerücht auch eine Existenz zerstören. Man kann, ich will jetzt kein Strauß-Kahn-Thema jetzt hier einführen, dafür ist das selber ja noch viel zu frisch. Und als Liberaler habe ich da eine ganz einfache Einstellung. Es ist ein rechtsstaatliches Verfahren, was er verdient hat. Alles andere ist eine Vorverurteilung. Man muss aufpassen, dass man nicht jedes einzelne Angriffs- oder Verteidigungsargument wägt, wo noch gar nicht alles auf dem Tisch liegt. Und vorher sollte man sich da möglichst zurückhalten. Aber unter Facebook zählt das nicht. Man kann eben eine Karriere schon dadurch zerstören, indem einfach 10 Menschen sich verabreden über einen 11. Menschen immer wieder gleichlautend herablassende Dinge zu behaupten, und schon gibt das eine Kommunikationslawine, die dann jemanden auch stark in seinem privaten Wohlbefinden, vielleicht auch in seinem beruflichen Fortkommen oder auch ganz einfach in seiner gesellschaftlichen Anerkenntnis beeinträchtigen kann. Da haben wir jetzt diverse Promotionsskandale oder auch zu Skandalen gemacht. Bei Herrn zu Gutenberg ist das ja, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, wenigstens was die Universität angeht, recht abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob Herr zu Gutenberg da noch Rechtsmittel einlegt. Ich selber bin Medienanwalt und kann nur sagen, bloß jetzt keinen weiteren Staub aufwirbeln. Ich will aber Herrn zu Gutenberg auch in keiner Weise verteidigen. Ich habe da eine ganz eigene These bei Herrn zu Gutenberg. Ich glaube ihm, dass er, als er gesagt hat, dass er nichts abgeschrieben hätte. Ich habe aber allerdings eine andere Vermutung darüber, wer diese Promotion geschrieben hat. Da kommt man wahrscheinlich dann auch wieder auf einen Nenner. Und bedauerlich ist es allemal, bei Silvana Koch-Mirin oder
Giorgio Chatzimarkakis, die gerade jetzt unter Feuer stehen, ist dieses Jahr noch nicht der Fall. Und man muss einfach auch mal schauen, was mich interessiert oder was mich spannend macht. Wie kommt es eigentlich, dass nur Politiker aus dem bürgerlichen Lager hier sozusagen aufs Korn genommen werden? Ich will das alles nicht verteidigen. Ich wollte einfach nur sagen, im sozialen Netzwerk findet da eine ganze Menge statt. Wir haben da Vroni-League, wir haben da Wiki-League. Und das sind alles Veranstaltungen, die für mich auch sehr positiv sind. Man muss eben nur aufpassen, dass sie dann auch die Vorverurteilung nicht penetrieren. Übrigens, wenn man als Liberaler für ein Transparenzgesetz ist, dass alle staatlichen Informationen, man könnte jetzt in der Politikwissenschaft sagen, Herrschaftswissen, öffentlich gemacht wird, dann ist gerade Facebook so etwas, was es tut. Ja, es gibt Daten, zum Beispiel Daten über diese Universität. Wie viele Studenten waren sie vor 5 Jahren? Wie viele Studenten sind sie jetzt? Wenn das nur die Universitätsverwaltung wüsste, dann hätten sie als Studenten große Schwierigkeiten. Sie haben nur das Gefühl, wenn sie in einen Vorlesungssaal kommen, ist das ziemlich eng und alles ist überfüllt. Wenn sie aber sehen, dass es eine große dynamische Entwicklung ist, dann können sie, wenn sie auch ganz frisch an der Uni sind, sagen, irgendwie hat hier jemand die Entwicklung verpennt. Denn so eine größere Ansteigen von Studenten, das ist ja mindestens einmal im halben Jahr, im Semester oder im Jahresabschluss einer Universität messbar. Und dann muss man natürlich, wenn man verantwortlich eine Universität leitet und lenkt, auch entsprechend laut geben und Vorsorge treffen. Und sei es auch, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt sagt, so jetzt ist die Lehre und die Forschung so gefährdet, dass wir lieber keinen mehr neu dazu aufnehmen, anstelle diejenigen, die jetzt schon da sind, sozusagen in der Qualität herabsetzen. Das ist eine bittere Entscheidung, gerade wo ich ein Wettbewerbsliberaler bin. Ich möchte möglichst, dass jede Universität, die beliebt ist, also die auch nachgefragt wird, natürlich diese Nachfrage auch befriedigen kann und nicht, dass sie dann einfach die Türen zumacht. All das sind Informationen, die ein soziales Netzwerk herstellen kann, wenn Herrschaftswissen nicht preisgegeben wird. Damit arbeitet dann auch ein soziales Netzwerk quasi mit den dahinter verlinkten Internetseiten und Datenbanken auch sehr, sehr gut zusammen. Aber das soziale Netzwerk ist das Frontend eben aller dieser Internetseiten und der Datenbanken. Und ich gebe als Politiker gerne zu, dass ich sehr viele Hinweise auf Politik, auf Medienpolitik aus dem sozialen Netzwerk schon herausgezogen habe. Zum Beispiel als Medienpolitiker, ich weiß, das ist jetzt ein Beispiel, was nicht intellektuell ist, aber ist ja auch spannend genug, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle Dieter Bohlen Musikstücke, die auf Platz 1 und auf Platz 2 in ganz Deutschland sind, komplett boykottiert. Das ist schon eine Nachricht, die ich schon mal spannend finde. Und da ich nun in Hamburg nicht so viel NDR höre, ist es schon mal interessant, wenn jemand sagt, ich zahle öffentlich-rechtliche Rundfunkgebühren, aber das, was ich gerne hören möchte, was auch ganz Deutschland gerne hört, wird nicht gebracht. Übrigens, so entstehen dann auch Nachrichten wie heute zum Beispiel unter anderem in der Bild-Zeitung, wo das Thema nämlich aufgegriffen wird. Und dann spielt man das in der Politik zurück, über die Medien, und so bekommt ein virtueller Kontakt im Facebook wird dann ein realer Kontakt, indem man zum Beispiel dann heute einmal hier ist und ich dann jemanden, mit dem ich vor Monaten eine Facebook-Freundschaft begonnen habe, jetzt hier heute wieder treffe und tatsächlich dann real gegenüberstehe. Das ist übrigens etwas, was für mich auch völlig neu ist und ich das aber als sehr positiv empfinde. Und natürlich kann man auch schlechte Erfahrungen machen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich schon ein oder zwei Menschen bei mir auf meinem Facebook-Account einfach blockiert habe, weil sie dann in einer Weise unanständig oder gestalkt haben, wo man dann einfach sagt, Kritik finde ich richtig und gut. Also Sie werden auf meiner Facebook-Seite immer auch Kritik an mir persönlich finden, auch Kritik, die mir nicht gefällt, aber das ist halt so. Wenn man anfängt zu zensieren, ist das manchmal noch viel schlimmer. Als Liberaler ist man ja sowieso ein bisschen gewohnt, ein gerades Rückgrat zu haben und auch Kritik einzustecken. Und vielleicht sage ich auch, ist ja die eine oder andere Kritik, die man als Liberaler bekommt, auch nicht ganz unberechtigt. Ja, das nochmal zum Titel zurück, macht Facebook krank? Ich sage nein, aber es gibt
auf dem Weg des Benutzens Schwierigkeiten, Risiken und Nebenwirkungen. Die muss man beobachten. Sollte der Gesetzgeber notwendig sein, sollte der Gesetzgeber vorsichtig sein, dass er nicht zensiert, dass er nicht vorschreibt. Ich setze auch dort als Liberaler vor allen Dingen auf den Markt. Wenn ein System zu wenig Datenschutz liefert, dann ist das Netzwerk selbst heilend, indem es darauf hinweist und sagt, wir wollen mehr Datenschutzbestimmungen haben. Und man kann ja erkennen, dass die Netzwerke selber solche Privatsphäre Einstellungen noch und nöcher zulassen und man kann alle seine Bilder, man kann alle seine persönlichen Daten, wo man zum Beispiel studiert hat oder so, sich ganz sperren oder nur seinen selbst zugelassenen Freunden, also bitte Freunde im Sinne der sozialen Netzwerkfreundschaft, dann eben entsprechend freischalten. Und diese Differenziertheit überfordert vielleicht den einen oder anderen Neuen im Netzbuch. Also wenn jetzt Ihre Eltern ankommen und sagen, ich möchte das auch machen, dann stellen Sie ihm doch erstmal die Privatsphäre auf die höchste Stufe und dann kann man, wenn man das gelernt hat, nach und nach auch die eine oder andere nette Familienfotoserie mit hineinstellen oder eben auch nicht. Das kann man ja eben sich selbst überlassen. Es gibt noch viele andere Bereiche, die ich auch spannend finde, weil es Datenbanken gibt. Wir hatten vorhin kurz beim Beginn darüber gesprochen. Selbst YouTube ist in der Lage, ein soziales Netzwerk darzustellen. Das ist eine Nebenfunktion, die aber noch nicht so benutzt wird. Genauso YouTube für den Bereich der Videos. Dann gibt es Flickr, das ist für den Bereich der Bilder. Das ist das stärkste, meistgenutzteste Netzwerk für Bilder. Dort kann man in gewisser Weise Dinge machen. Das heißt aber, es gibt verschiedene Netzwerkanbieter, die ein bestimmtes Produkt nach vorne stellen. Bei YouTube ist es das Video, bei Flickr ist es das Bild. Und jetzt um ein anderes Beispiel für Lokalortung, Geodaten zu haben, da ist Foursquare mittlerweile das mächtigste, weil sie dann eben am meisten Ortsinformationen mit anbieten. Und da ist das Bild und da ist das Video eher niedrigrangiger. Facebook ist gerade dabei, den Versuch zu machen, all diese Dinge sozusagen insgesamt integrativ darzustellen. Aber ich freue mich, dass all die drei eben genannten so mächtig sind, dass es nachher nicht zu einem Monopol-Sog-Effekt kommt, dass wir nachher alle gar keine Alternative mehr dazu haben. Ja, wenn Sie der Auffassung sind, ich mache zu viel Facebook, ich hoffe, dass ich jetzt nicht den Eindruck gemacht habe, dass ich damit krank geworden bin. Ich habe aber auch die Hoffnung, dass wir das Thema weiter kritisch und konstruktiv begleiten. Und eine Lehre, die wir jetzt schon in Berlin daraus gezogen haben, wir sind der Auffassung, dass die Schüler ihren Lehrern selber Facebook in der Schule beibringen sollen. Und das ist die Form von medialer Bildung, die wir dann auch entsprechend fortsetzen. Nein, das war jetzt ein Spaß. Natürlich wollen wir, dass die Lehrer etwas vermitteln. Aber es gilt jetzt hier dabei, den Wertekanon, also den gesellschaftspolitischen Wertekanon noch mit hineinzusetzen. Genauso wie zu meiner Zeit die Eltern ihre Kinder, also mich, davor gewarnt haben, zu viel Fernsehen zu schauen, muss das jetzt von den Eltern in Zukunft vermutlich mit den sozialen Netzwerken genauso gemacht werden. Es hat sich eigentlich also da gar nichts geändert, nur das Medium hat sich geändert und es ist ein bisschen vielfältiger geworden als zu meiner Zeit, wo es das erste, das zweite und das dritte Programm gegeben hat. Ja, erstmal soweit vielen Dank. Wenn jetzt Fragen sind, überlasse ich dem Veranstalter, ob wir das mit oder ohne Weißwurst oder mit oder ohne Bier machen. Aber erstmal vielen Dank, soweit es mitzugehört haben. Vielen Dank.